Was ist das? Und was hat das zu bedeuten? Was zur Hölle mache ich hier? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und es geht los. Leute, wir haben heute den Anti-Dropper Teil 2 am Start. Wir haben schon mal den ersten Teil gespielt. Jetzt ist anscheinend ein zweiter Teil rausgekommen. Den werde ich mir natürlich mal anschauen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Deswegen würde es mich auf jeden Fall sehr freuen, falls ihr eine Bewertung da lasst. Und meinen Kanal abonniert, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Das reicht jetzt aber mit der Werbung, Beats. Da ist ein Knopf. Da ist meine Hand. Und hier starten wir die Map, liebe Freunde. Also, ich bin sehr gespannt. Anti-Dropper ist ja quasi dieses Umgedrehte. Also, man fliegt nicht von oben nach unten und muss versuchen zu überleben, sondern man fliegt von unten nach oben. Komisch, komisch, ich weiß. Und jetzt steht hier irgendwas von einem weißen Portal, wo ich reingehen muss. Ich habe gar keinen Plan, wo ich... Ich war nicht in der 1.12, sondern in einer anderen Version, aber jetzt sollte es klappen. Okay, der Raum ist offen und jetzt sehen wir auch dieses weiße Portal, was gemeint ist. Wunderbar, wir gehen rein und wir springen und... Ich glaube... Jawohl, es hat geklappt. Wir werden TP. Okay, erstes Level. Wo muss ich entlang? Wo muss ich hin? Was muss ich überhaupt hier machen? Die Antwort ist ganz einfach und befindet sich hier. Level 1 Flowers. Okay, man kann auch überall Coins finden, wie ich gerade sehe. Gut, wir springen hoch und werden jetzt hoffentlich wieder TP. Genau, hier. End your suffering. Alles klar, kills you. Oh, shit. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht sterben. Wir wollen überleben. Wir wollen das Ganze hier schaffen. Und da geht's los. Ihr seht, wir gucken nach oben. Und es wird krass schwierig, denke ich mal. Und ich will das Ganze hier mit so wenig Toten wie möglich beenden. Ob es ein Erfolg wird, wir wissen es nicht. Und was das Rot hier macht, wissen wir auch nicht. Das TP ist so zurück. Gut, ich glaube, wir können loslegen. Wenn man sneakt, startet man und fliegt nach oben. Deswegen machen wir das einmal ganz kurz und gucken, wie uns jetzt das erste Level hier so gefällt. Okay, wir haben da einen ersten Coin gefunden. Oh mein Gott, das will ich jetzt... Oh mein Gott, ich will runterfliegen. Wie kann ich denn jetzt runter? Meine Schwebekraft hat aufgehört. Wunderbar. Und jetzt kann ich hier runter und mir den ersten Coin holen. Also wie gesagt, in jedem Level wird es einen Coin geben. Der ist dann immer andersweitig versteckt. Und wir haben jetzt den ersten Fail, dadurch, dass wir uns töten müssten. Aber nicht so schlimm. Jetzt geben wir unser Bestes und gucken, dass wir oben ankommen werden. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Okay, ich glaube, das Level ist nicht so schwierig. Wisst ihr, wo wir aufkommen müssen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe auf der Blume. Ja, perfekt. Es hat optimal geklappt. So, Level 2 wurde jetzt geunlockt und das heißt, wir können weiter. So sieht das zweite Level aus. Also, das hat irgendwas mit Social Medias zu tun, wie ich sehe. WhatsApp, Google Chrome. Was kommt dahinter? Ganz viele verschiedene Sachen. Okay, YouTube auch. Ich muss aber jetzt erstmal schauen, dass ich irgendwo einen Coin finde. Das wäre auf jeden Fall nice. Coin, Coin, Coin. Da, ich habe ihn, da, ich habe ihn. Wunderbar. Eingesammelt. Jetzt die Frage, wenn ich jetzt nochmal sneake, will ich dann hochfliegen? Nein, natürlich nicht. Ich muss mich erstmal töten. Und dann müssen wir jetzt nochmal von ganz unten nach ganz oben fliegen. Wir können da durch die Lücke durch. Okay, jetzt brauchen wir keinen Coin mehr finden. Das heißt, wir können uns jetzt nur auf die Oberfläche konzentrieren. Optimal ist es, nirgendwo gegen zu klatschen oder zu knallen. Das sieht gut aus. Und jetzt müssen wir nur noch auf den Mario drauf. Komm, komm. Und optimal, wir haben es geschafft. Level 2 wurde beendet. Level 3 wurde geunlockt. Jungle ist jetzt unser Thema. Aber bevor wir nach oben fliegen, natürlich erstmal den Coin finden. Hier sieht es schon mal ein bisschen schwieriger aus, aber ich habe es geschafft. Ich habe ihn gefunden. Hoffentlich überlebe ich. Jawohl, okay. So, das wäre ja natürlich auch bitter gewesen, wenn ich es jetzt nicht überlebt hätte. Wunderbar, okay. Das heißt also, wenn man alle Coins findet, kann man es gar nicht ohne Fails irgendwie schaffen. Und ich frage mich jetzt gerade, wo ich durch muss, damit ich keinen Fehler mache. Hier sieht es sehr eng aus, aber irgendwie auch richtig. Okay, Beats, gib dein Bestes. Hier sind wieder ein paar Lücken, okay. Ich bin gut durchgekommen, Leute. Ich glaube, wir müssen auf diesem Adler oder Papagei... Ja, Adler, wahrscheinlich Adler, Beats. Auf diesen Papageien landen oder was war das? Ich sag einfach mal Papagei. Wir kommen gut voran, Leute. Level 4. Okay, das sieht tatsächlich sehr, sehr beängstigend aus. Natürlich kann es aber auch sein, dass man eventuell bei so dunklen Gassen so ein Coin eher sieht. Also ich finde hier gerade ehrlich gesagt noch nichts. Doch, da ist ein Coin. Nein, Beats, bleib stehen. Oh, jawohl. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie ganz langsam und vorsichtig weiter runterkommen, ohne zu sterben. Da war irgendwo ein Coin. Ich habe den noch gesehen. Ah, ja, wunderbar. Da haben wir ihn. So, eingesammelt. The Beats use Caps? Was soll das bedeuten? Naja, ist mir egal. Jetzt können wir hochfliegen und das Level dann auch hoffentlich beenden. Das sieht echt tricky aus. Vor allem die Lücken sind so mini. Aber hier nach oben passiert nichts. Wir können ja einfach geradeaus hochfliegen. Seht ihr das, Leute? So, und jetzt müssen wir aber hoffentlich auch drauf landen. Das wäre tatsächlich... Oh, sinnvoll. Ich dachte, ich fliege runter. Sehr nice. Level 5. Was zur Hölle? Wir fliegen einfach mal hoch. Okay, jetzt mal schnell nach einem Coin umschauen. Sieht nicht so aus. Hier ebenfalls nicht. Da. Ich habe ihn. Okay, okay, okay. Hoffentlich überleben wir das. Alles andere würde aber auch keinen Sinn... Alter, ein halbes Herz. Alles andere würde aber auch keinen Sinn machen, wollte ich sagen. Wir haben bis jetzt tatsächlich jedes Level First Try geschafft. Ach, das sind Minecraft-Items, wie ich gerade sehe. Spitzhacke,
und so weiter. Okay, cool. Schwert. Oh mein Gott, kommt. Nein, das war ein Fehler. Ich glaube, wir schaffen. Ja, nee, wir schaffen es nicht. Wir werden nicht ganz hochkommen. Nein! Das war jetzt das erste Level, bei dem ich wirklich Probleme hatte. Und ich hoffe. Nein. Leute, wir haben jetzt 4 Tode oder 5 sogar hier verschenkt. Das war echt nicht mein Plan. Ich wollte eigentlich alles First Try schaffen, okay? Immerhin haben wir es jetzt. Übrigens, Leute, jetzt mal aus der Vogelperspektive. Gefällt euch so ein Video eigentlich? Lasst mit einem Daumen nach oben da und schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch das gefällt. Das ist mir wirklich sehr wichtig zu wissen. Hier sehen wir Planeten. Oh, und das fühlt sich echt so an, als würde man so durch die Galaxie brettern. Okay, echt nice, die Map. So, jetzt müssen wir aber schauen, wie gesagt, oder wie immer zu Anfang des Levels, einen Coin finden. Hey, da ist schon das Ende. Ah, in dem blauen ist der Coin drin. Ich hab's gesehen. Man kann hier. Oh nein, durch die Lücke eigentlich durch. Moment, da muss ich versuchen, von oben reinzukommen. Oh, jawohl. Ich glaube, ich schaffe es. So, und jawohl, jetzt können wir hier reinspringen. Genau, und fliegen jetzt da unten sterben. Aber egal. Wir haben jetzt den Coin gefunden und. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, wir haben das Level beendet, beziehungsweise den Coin gefunden und können jetzt das Level beenden. So meinte ich's. Och man, dann nochmal ein paar unnötige Tode mit reingeholt. Ich muss der Map aber mal ein Lob aussprechen. Also ich finde das echt geil. Natürlich ist Dropper. Und das ist Anti-Dropper, also was ganz anderes. Aber ich finde es trotzdem nice gemacht und ich sehe jetzt schon, wie schwierig das Level sein wird. Oh, hier ist Olaf. Oh, hallo Olaf. Nein! Oh! Okay, Coin eingesammelt, wunderbar. Ey, das tatsächlich, kennt ihr Olaf? Alle mal in die Kommentare schreiben, falls ihr Olaf kennt. Olaf, der Schneemann. Ich glaube, das ist bis jetzt das schwierigste Level. Wir sind an Olaf vorbei. Und. Wo jetzt, wohin jetzt? Ich weiß es nicht. Wo ist das Ziel? Da oben. Nein! Oh, doch schon wieder nicht. Ja! Nein! Oh, jetzt aber! Ja! Wo bist du, Ziel? Wo bist du? Wo? Da! Ich hab dich! Endlich! Hallo an euch Leute da draußen! Hinter uns ist ein großer Vulkan zusammengebrochen. Ein Lava überschüttet das ganze Land. Joke! Wir sind auf einer Lava-Map und müssen natürlich wieder einen Coin finden. So, wo geht's jetzt entlang? Coin? Da irgendwo? Nee, okay, hier in diesem Grasland anscheinend auch nicht. So, auf dem Vogel irgendwie ein Coin, ne? Ich bin jetzt hier bei diesen Häusern gelandet, also vielleicht ist hier irgendein Coin versteckt. Okay, hier war es nicht, dann vielleicht auf den Häusern oder so. Da ist das Ende, aber ich habe keinen Coin gefunden. Leute, ich habe mal gerade durch die Lava geguckt und da sieht es so aus, als würde der Lava runterfließen. Nicht, dass da irgendein Geheimgang ist oder so. Ne, was erhoffe ich mir auch. Alter, dieser Coin ist so groß, wo ist er? Ich gebe auf. Leute, wir werden das Level jetzt ohne das Ding beenden, höchstwahrscheinlich. Ich muss, ja, hier hin, wunderbar. Hat geklappt, leider haben wir keinen Coin gefunden. Aber nun gut, das ist bis jetzt das einzige Level. Und wir sind jetzt schon im vorletzten, hammerhart. Das heißt, jetzt geht's weiter auf Coin. Yo, der ist einfach so easy versteckt, dass wir ihn instant haben, instant sterben können. Alter, das gibt's doch nicht. Ich bin im anderen Level gefühlt ein halbes Jahr rumgeflogen und hab den Coin gesucht. Und was passiert? Natürlich findet sie ihn nicht, Beats. Was auch sonst. Und da ich gerade gegen irgendeinen Block geknallt bin am Anfang, werde ich es jetzt wahrscheinlich auch gar nicht hoch schaffen. Okay, ich hab's geschafft. Oder? Ne, ich muss nach da hoch. Schaffe ich das von hier aus? Ja, ich schaff's. Okay. Oh, und ich glaube, jetzt kommen wir schon zum allerletzten Level. Fantasy Garden. Okay, mal gucken, was dieser Fantasy Garden zu bieten hat. Ich hoffe natürlich ein Coin, welcher nicht großartig versteckt ist, damit ich ihn schön finde. Habt ihr bis jetzt was gesehen? Nein? Ich auch nicht. Okay, der letzte Coin ist anscheinend nochmal ein bisschen krasser versteckt. Und wir sind am Ziel. Oh, der Coin ist ganz... Oh, okay. Das hätte man wissen müssen. So, you've completed the last level. Das heißt, wir haben gewonnen, oder? Ja, Feuerwerke für Beats. Und wenn man in jedem Level den Coin findet, kriegt man sogar noch ein Bonus-Level. Ich habe den aber nicht in jedem Level gefunden. Schade, ein Level hat uns gefehlt. Trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen. Denkste, nach etlichen Stunden des Suchens... Nein, also wirklich. Ich habe locker 20 Minuten jetzt gesucht, außerhalb der Aufnahme. Habe ich diesen Coin dort hinten gefunden. Guck mal an, wo er versteckt war. Das heißt jetzt natürlich, wir machen uns sofort auf den Weg. Hoffentlich klappt das jetzt first try. Wo war das denn? Das war da. Okay, Moment. Hier drauf. Nein, nein, bitte überleb Speeds. Oh mein Gott, das wird ganz knapp. Das wird eine richtig enge Sache, hier noch runterzukommen. Oh, oh. Nein, ich habe ein halbes Herz und das... Nein. Jetzt aber, Leute. Ich hab ihn. Ja, ich hab alle Coins gefunden und das Bonuslevel ist da. Wir machen uns sofort auf den Weg. Könnt ihr das lesen? Da hinten steht Bonus. Schnell rein. Oh, das Bonuslevel sieht echt cool aus. Das ist sehr, sehr bunt. Ich mag ja bunte Level.
Oh shit, gibt's im Bonuslevel auch einen Coin, um noch ein Bonuslevel? Nein? Nein, okay. Ich dachte gerade tatsächlich, das wären irgendwelche Partikel, die ich hier habe, aber... Oh mein Gott, das... Ach, man muss durch die Ringe! Okay, ich hab's verstanden. Okay, werden wir jetzt natürlich nicht schaffen. Neuer Versuch, aber sieht cool aus. Also, das Level hat was. Wir müssen jetzt also immer durch die Ringe und dürfen kein einziges Mal stecken bleiben, damit wir auch gut hier durchkommen. Okay, bis jetzt sieht es sehr gut aus. Ich bin dagegen geflogen. Oh nein, oh nein. Das ist auf jeden Fall, ja, man muss schon sagen, ja doch, eigentlich ist es schon eins der schwierigsten Level. Aber ist ja auch das Bonus-Level. Ich meine, wer hat was anderes erwartet? Ich habe ja jetzt die richtige Taktik. Ich glaube, wenn ich mich so drehe, komme ich ein bisschen besser voran. Ja, tatsächlich. Die letzten zwei Ringe. Zwei und jetzt bitte komm hoch, Beats. Bitte, 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 bitte. Ja, the Beats finished the bonus level. Good job. Ich wusste immer, dass ich gute Jobs mache. Nice. Unterstützt mich gerne mit einem Daumen nach oben, falls euch das ganze Video gefallen hat. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Abonniert meinen Kanal. Jeden Tag neue Minecraft-Videos. Euer Beats.